Guten Morgen aus Grimmau. Ich wollte euch heute mal was zeigen. Wir bekommen in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Anrufe und ja, das geht doch schnell und das hast du doch schnell gemacht und ist doch bloß rein und raus. Ich zeige euch mal, was mal schnell rein und raus ist hier. Und zwar haben wir hier einen XGO stehen auf Fiat Ducato. Und wir filmen jetzt mal, ich habe gesagt, Schluss, aus. Das müssen wir zwischendrin mal filmen, damit die Leute mal sehen, dass halt nicht alles selbstverständlich ist und schon gar nicht mal schnell rein und raus. Das auf keinen Fall. Hier ist es so, hier ist gar nichts drin. Der Kunde hat sich das Fahrzeug gekauft und bekommt Solaranlage, Maxfan, Multiplus, Lithium, alles zusammen. Und es ist absolut kein Platz. Aber wir gehen mal Stück für Stück. Also XGO, so von der Aufmachung her, ja, nicht mal so schlecht. Hier ist das alte Batteriefach. Ja, das wird alles umgearbeitet. Da hängt bloß noch die kleine 60 Amperestunden ist hier, glaube ich, drin. Genau, die hängt bloß noch, damit ein kleines bisschen Strom da ist. Und wir gucken mal hier rein. Hier ist komplett Chaos angesagt. Beide Sitze sind raus. Die beiden Sitze waren unten drunter frei. Und ja, wir gehen mal auf die andere Seite. Also oben auf dem Dach können wir auch mal kurz gucken. Schauen wir mal hoch. Ja, also hier darf ich mich austoben. Solaranlage, Maxfan, das kommt alles hier oben drauf. Satanlage war schon. Da kann ich mich austoben mit der Solaranlage. Oh, ich sehe gerade mein Akku. Mein Akku ist gleich alle. Also, wir beeilen uns mal. Hier hinten in der Heckgarage finden wir nur die Truma. Und dann gehen wir hier mal rein. Alles ausgelegt, alles noch ein bisschen durcheinander gebracht. So, wir geben hier mal Licht drauf. Genau. So, ja. Wie sieht es hier aus? Also hier unten rum alles ausgebaut. Damit wir Platz haben, Multiplus 3000, kompakt, unterm Beifahrersitz, der war frei, da war das Werkzeug drin, das kommt jetzt in die Heckgarage. Fahrersitz war frei, da bekommt er jetzt 320 Amperestunden GNSTV Power Lithium, 8 Jahre Garantie. Ja, und dann sehen wir, hier ist eigentlich alles zusammengebaut, das ist alles auseinandergebaut, hier ist alles auseinandergebaut, da oben drin ist alles auseinandergebaut. Und dann gehen wir noch mal weiter, weil hier ist die Besonderheit mit dem Hubbett. Hier oben ist alles auseinandergebaut. Hier unten ist alles auseinandergebaut. Haben wir nur schnell fallen lassen, damit ich filmen kann. So, dann gehen wir mal weiter ins Bettchen, in den Schlafbereich. Haben wir ein bisschen was abgelegt, Decken unten drunter. Maxfan kommt hier oben rein. Hier im Bad ist auseinandergebaut. So. So sieht das aus, wenn wir zwischendrin einfach mal die Kamera hinhalten. Und das geht halt mal nicht einfach so mal schnell, mal nebenbei oder so. Manche stellen sich das halt ein bisschen einfach vor. Also hier hat jemand 5 Stunden alleine erstmal auseinandergebaut. Erstmal nur auseinandergebaut. Geguckt, wir brauchten beide Sitze ausgebaut, hier vorne das alles auseinandergebaut. Dann die Kabelführungen, wo gehen wir denn hier hin? Denn hier geht es nämlich aus dem Auto raus, unterm Auto lang und dann geht es zwischendrin wieder ins Auto rein. Ja, und das ist halt alles nicht so mal nebenbei, mal schnell gemacht. Schon gar nicht Sitz ausbauen, für die Batterie tauschen, ja, brauchst ja nur da reinstellen. Nee, Leute, ist nicht einfach so mit brauchst nur da reinstellen, da gehört schon ein bisschen mehr Arbeit dazu. Aus dem Batteriefach, das habt ihr gesehen, das ist hier drüben, so ungefähr in der Richtung hier unten drunter. Da haben wir einen Finger, genau. Und das wandert jetzt alles hier vor, denn die Batterie ist unterm Fahrersitz. Ja, Multiplus dahin, das heißt, die ganze Stromversorgung, die eigentlich hier unten drin ist, das muss alles neu gelegt werden. Und das ist halt nicht so mal schnell nebenbei gemacht. So, wir bauen weiter und dann halten wir euch auf dem Laufenden, wenn es Fortschritte gibt. So sieht es aber mal zwischendrin aus. Hände über den Kopf schlagen, um Gottes Willen. Aber
habt ihr schon oft gesehen, wir kriegen das alles wieder zusammen. Aber das ist mal ein Einblick, wie oder was erstmal getan werden muss, damit wir überhaupt loslegen können mit Sachen einbauen. Also 4-5 Stunden erstmal nur alleine auseinanderbauen, Kabelwege suchen und das ist halt nicht mal schnell nebenbei. Ja, das ist das Batteriefach von unserem wunderschönen XGO. Keine Batterie mehr drin. Dafür ein Solarregler für die Solartasche bzw. für unseren Sonnengott mit Bodendurchführung. Das kennt ihr aus den großen Linern. Anderson-Steckverbindung, Kabel einführen hier unten und dann zusammenstecken, Fach wieder abschließen. Das ganze Auto ist wieder abschließbar und somit kann man trotzdem, gerade für die Überwinterer in Spanien zum Beispiel, kann man da durch die schrägstehende Wintersonne optimal ausrichten und den Faktor 3 nutzen. Ja, 60 Amperestunden standen hier drin, mehr war es leider nicht. Und wir haben ja gesagt, Batteriefach hier außen, das legen wir lieber nach innen und da sind wir jetzt fertig. Und da zeige ich euch mal, wie das dann fertig wieder aussieht und dass das nicht einfach so schon alleine von hier nach da legen unter den Fahrersitz. Das ist nicht mal schnell so eine Batterie reingestellt. Das stellen sich manche wirklich einfacher vor, als es letztendlich ist. Wir gehen mal hoch aufs Dach gucken. Solaranlage ist auch drauf. 4 Module A 120 Watt Peak. Black Contact SunPower. Da haben wir 2 hier vorne angeordnet. Das Maxfan noch mit dazu und 2 hier hinten. Da. Und wenn nötig, hätten wir hier vorne noch Platz. Das Ganze wie immer im Kabelkanal, so dass man nichts weiter sieht. Da hinten hätte sogar auch noch ein Modul Platz. Aber mit 4 Modulen sind wir hier erstmal ganz gut ausgerüstet, würde ich sagen. Ja, XGO. Ja, ich will nicht, nein, ich nehme es nicht in den Mund. Sagen wir mal, günstiges Wohnmobil. Und sehr, sehr einfach gehalten. Oder der Hersteller macht sich das sehr, sehr einfach. Der schneidet einfach ein Loch im Boden, zieht seine Kabel da einfach vorne raus und am Unterboden, dort wo er es braucht, wird noch ein Loch gebohrt und dann gehen wir einfach wieder rein, machen eine Holzplatte oben drüber und dann sehen wir das Loch nicht. Da ist nichts abgedichtet. Ja, das Mäuschen findet da bestimmt auch mal seinen Weg, denn die passen ja auch in ganz kleine Öffnungen oder durch kleine Öffnungen durch. Ja, aber naja, trotzdem finde ich hier für einen 3,5-Tonner ein sehr schönes Gimmick, nämlich der Wohnraum ist abgegrenzt vom Schlafraum. Und das finde ich besonders schön hier mit der Tür. Die mache ich hier einfach zu und ich gehe dann mal ein Stück zurück und habe den Schlaf- und Badraum abgegrenzt. Das finde ich wirklich ein sehr, sehr schönes, ja, Gimmick, ganz einfach. Wenn ich mich umziehen gehe und hier vorne sitzen praktisch die Leute oder ich will mich mal schnell frisch machen oder so, dann gehe ich einfach hier hinter, mache die Tür zu und ja, bin halt hier im Schlaf-, Bad-, Anziehbereich für mich allein. Denn hier dahinter ist die Dusche. Da ist die Dusche, die muss ich wieder zumachen, denn wir haben das Fahrzeug gereinigt. So, ist die wieder zu. Dann machen wir hier die Tür wieder auf. Ja, genau, die Gummiablage, das zeige ich euch gleich, wo die hinkommt. Die ist auch frisch gereinigt und getrocknet, die haben wir hergelegt. Ja, hier oben haben wir den Maxfan, ja, über dem Schlafbereich. Der Kunde hat sich das Rauchglas gewünscht, damit noch ein bisschen Licht reinkommt. Es gibt die ja noch in komplett schwarz und komplett weiß, aber da kommt halt sehr, sehr wenig bis gar kein Licht mehr rein. Hier ist die Toilette, da sind wir auch dran gewesen, deswegen ist hier auch noch offen, das ist alles sauber gemacht schon. Der Fußboden wird dann noch mal gewischt, weil ich da jetzt natürlich durchlaufe. Hier waren wir dran, das habt ihr gesehen, alles wieder zusammengebaut, gereinigt, ausgesaugt. Der
Küchenschrank ist wieder komplett, der Tisch ist wieder drin. Ja, und dann sind wir mal hier vorne und da gucken wir uns das mal an. Hier auf der rechten Seite habe ich euch schon gezeigt, Multiplus 3000 unterm Ducato-Sitz mit integriertem Ladegerät Victron und hier unterm Fahrersitz die 320 Amperestunden GNSTV Power Lithium, 8 Jahre Garantie. Und damit wir den ordnungsgemäß befeuern können, damit die Leistung kommt, 300 Ampere BMS mit einer Batterie. Dahinter Brettchen dran gemacht und unseren großen Solarregler für die Solaranlage. Die Leitungen, das ist zum Beispiel Hersteller. Hersteller. Ja, der schneidet hier einfach in die Ecke ein Loch, ins Blech, bis man raus auf die Straße gucken kann. So, und dann Kabel da durch, kein Schutzschlauch, den haben wir jetzt dran gemacht. Kein Schutzschlauch, einfach an der Blechkante vorbei, raus, Kleber ein bisschen rundherum und dann ist alles gut. Die Öffnung haben wir natürlich genutzt, haben aber alles in den Schutzschlauch gelegt. So dass, also in den Kunststoffschutzschlauch, sodass nichts reiben oder scheuern kann. Denn Kabel, wissen wir selber, plus minus, könnte dann eventuell anfangen mal mit Funken. Ja, ich habe in dem letzten Video, warum erwähne ich unbedingt dieses 300 Ampere BMS? Weil ich habe ein Video letztens gesehen, dort hat jemand einen Umbau gemacht, jemand Bekanntes, den kennt auch jeder von euch. Und der hat dort gesagt, er hat zwei Batterien in den Unterboden gestellt, mit dem Multiplus 3000 und er erwähnt dort explizit, dass diese Batterien, diese Lithium-Batterien nicht alleine leistungsfähig genug sind, um die Dauerentnahme für den Multiplus zu gewährleisten. Wir haben hier ein Multiplus 3000, sind 3000 Voltampere, 2400 Watt Dauerleistung. Und dann ziehe ich natürlich aus meiner Aufbaubatterie, wenn ich autark stehe, ziehe ich natürlich dort, wenn ich dort wirklich 2400 Watt rausziehe, dann kommt dort schon ein paar Ampere, nämlich über 200 Ampere zustande. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber 240, 230, 240 Ampere, die kommen da schon zusammen. Und deswegen müssen manche zwei Batterien einbauen. Eine Batterie hat meinetwegen 150 Ampere BMS drin. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber wenn die Zellen dort drin ganz einfach nicht leistungsfähig genug sind, kann ich denen natürlich nur 150 Ampere zumuten. Um den Multiplus zu befeuern, um den voll auslasten zu können, brauche ich dann natürlich zwei Batterien. Dann habe ich, wenn man jetzt 150 Ampere zur Verfügung hat, dann habe ich natürlich 300 Ampere zur Verfügung, aber ich muss zwei Batterien einbauen. Und das kommt bei uns überhaupt nicht in Frage, das haben wir auch schon, deswegen hämmern wir immer wieder auf der Dauerentnahme herum. Ich brauche hier nur eine einzige Batterie und kann den Multiplus 3000 oder eine 3 kW Wechselrichter oder was auch immer, kann ich dort ohne dass die Batterie sich abschaltet, einfach befeuern. Deswegen hämmern wir immer wieder drauf rum, 300 Ampere Dauerentnahme. Normalerweise bauen wir Standard 2 kW ein, gibt aber einige, die möchten gerne 3 kW oder noch mehr haben. Und dann brauche ich natürlich eine leistungsfähige Batterie, die das auch mitmacht. Oder ich muss mehrere kaufen. Das kommt bei uns nicht in Frage. Auch die kleinste Batterie, die 100 Ampere Stunden Batterie, hat 200 Ampere Dauerentnahme. Und alle Batterien haben bei uns 8 Jahre Garantie, uneingeschränkte Garantie. Das BMS ist so programmiert, wie ich immer sage, schützt vor grobem Unfug, schützt die Zellen und dafür ist es da. So, jetzt bauen wir hier ganz einfach den Ducato 8 wieder zusammen, bauen die beiden Sitze ein und dann ist das Fahrzeug einfach fertig. Es ist aber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ja, 4-5 Stunden alleine auseinanderbauen, Kabelwege suchen, alles öffnen, wo man hin muss. Und so einfach mal, ja, brauchst ja nur den Sitz runterschrauben und dann kannst du die Batterie ja tauschen. Ja, stellt euch das nicht immer so einfach vor. Viele da draußen, die diesen Job machen, die wissen das.
Die kennen das auch, die Sprüche. Selbstverständlich mal schnell in eine Batterie reinstellen. Ja, als Stückpreis, okay, können wir das machen. Aber zum Einbauen kostet halt alles auch ein bisschen Zeit. Und Sitz ausbauen braucht ja jeder mal von euch selber machen. Da steht man schon ein paar Minütchen. Und deswegen nicht immer so, wow, warum dauert das so lange? Genau, es war ein sehr, sehr schöner Umbau. Gerade mit dem Multiplus. Wir haben hier keine Außenfächer. Heckgarage ist auch nicht viel Platz. Wie gesagt, es ist eins der, mit der günstigsten Wohnmobile. Es ist zwar schön gemacht, also wir haben hier Oberschränke drin in der Front und dann trotzdem noch das Hubbett zum Runterlassen, also auch für vier Mann geeignet das Ganze. Es hat ein paar schöne Gimmicks. Wie ich schon sagte, mit der Tür, das gefällt mir sehr, sehr gut. Aber es ist halt auch manchmal nicht so einfach, das alles hier so reinzubringen, wie man das gerne hätte oder wie es der Kunde gerne hätte. Aber trotzdem erfreut man sich dann jedes Mal, wenn man so einen Umbau sieht und er ist fertig und alles funktioniert. Dann macht das Ganze doppelt so viel Spaß. Ich baue jetzt hier die Sitze noch ein, damit wir das Ganze mal rausfahren können. Hier drin ist schon alles getestet. Solaranlage soll ja dann unseren Strom, den wir hier gerade rausziehen, wieder reinbringen. Landstrom wollen wir ja hier nicht unbedingt mehr sehen, obwohl der Multiplus darauf dann programmiert ist, also auf die Batterie. Ladekennlinie, Parameter alle eingegeben, da ist ja ein integriertes Ladegerät drin. Das alte Ladegerät ist zwar noch drin, aber nicht mehr funktionstüchtig. Ja, so machen wir das. Ich baue die Sitze ein und dann fahren wir mal raus und dann, ja, vielleicht kommt noch ein Nachtrag, Solaranlage arbeitet und dann kann er wieder raus und der Kunde kann sein Fahrzeug abholen. Und hat dann eine wunderschöne Ausstattung. Wir haben Lithium an Bord, wir haben Solar an Bord, wir haben großen Multiplus, der für alles ausreicht. Ja, schöner Umbau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.